Hallo, in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du dir eine improvisierte Maske herstellen kannst. Und zwar gehen wir dafür ins Handwerksmenü und finden unten bei Gegenstände hier an dieser Stelle einmal die improvisierte Maske. Und dafür brauchen wir entweder einmal Tierhaut oder einmal menschliche Haut. Dann brauchen wir Seil. Entweder du nimmst das 5-Meter-Seil oder du nimmst zweimal improvisiertes Seil. Wie du dir das herstellen kannst, da findest du bereits ein Video auf meinem Kanal. Dann hast du die Auswahl, auch zweimal Baumrindenseil zu verwenden. Auch dazu findest du schon ein Video. Du kannst auch dreimal 10-Meter-Draht verwenden oder viermal Faden. Dann brauchst du die improvisierte Lupe zweimal. Wie du dir die herstellen kannst, habe ich auch bereits erklärt. Da kannst du auch noch mal gerne nachschauen. Oder du hast beim Luten zweimal eine Lupe gefunden. Und dann brauchst du ein Schneidewerkzeug. Ich verwende jetzt die Metallsäge. Du kannst aber auch jegliches Messer verwenden. Selbst das Steinmesser reicht hier völlig aus. Dann brauchst du entweder das improvisierte Nähset. Wie das hergestellt wird, habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Da kannst du noch mal nachschauen. Oder du hast beim Luten das normale Nähset gefunden. Wenn du alle Zutaten beisammen hast, dann klickst du einfach hier unten rechts auf Herstellen und dein Charakter fängt an, dir eine handgefertigte Maske herzustellen. Und die liegt dann natürlich auf dem Boden und muss mit Doppelklick einmal aufgenommen werden und wird, sofern du nichts anderes anhast, automatisch angezogen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.